So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte mal aufgrund dessen, dass ich über ein neues Daunenprodukt nachdenke, ein wenig über Dauneneigenschaften und Daunenethik nochmal sprechen und versuche mich auch halbwegs kompakt zu fassen, weil hier kommen langsam die Mücken, die mögen die Abendstunden genauso sehr wie ich offensichtlich und kommen dann auch gerne raus, so wie ich offensichtlich. Und dann nicht gut, ja, weil ich mag die Mücken persönlich jetzt nicht so sehr gerne und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. So, folgendes. Daunen. Es soll gehen um grundsätzliche Dauneneigenschaften, grundsätzliche Ethik beim Daunenkauf, also was gibt es da für Probleme. Drittens, wie man vernünftig tierschutztechnisch vernünftige Daune eventuell erkennen kann. Und ja, das ist es eigentlich. Ja? Vielleicht fällt mir danach noch irgendwas ein, was ich noch zusätzlich erzählen möchte. Aber fangen wir mal an mit Dauneneigenschaften. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt im Internet irgendein Daunenprodukt angucken, eine Jacke, einen Schlafsack, das sind die zwei häufigsten Sächelchen im Outdoor-Bereich, dann gibt es drei Werte, die da hoffentlich irgendwie angegeben sind zu der Qualität der verwendeten Daune in dem entsprechenden Produkt. Das sind einmal die Bauschkraft, das ist des Weiteren die Füllmenge und das ist drittens das Daunen zu Federn Verhältnis. Und jetzt kommt auch noch ein blöder Flieger. Ach Gott, und ich habe meine Flak nicht dabei. Gut, Flieger ist weg, dafür ist jetzt der Kuckuck da. Ja, der Kuckuck ist mir lieber, muss ich sagen. Auch wenn er ein ziemliches Arschloch ist, ne? Gut, also, Bauschkraft. Bauschkraft wird in Kubikinch angegeben, das ist dieser komische Wert, der da immer hinten dran steht. Ich glaube, das heißt Kubikinch. Wird mit verschiedenen tollen labortechnischen Verfahren gemessen, ist völlig Wurst jedenfalls, was wir wissen müssen. Das geht von 500 bis 950. 500 ist so die mieseste Qualität, in Anführungszeichen, die man gerade noch so verwenden kann, dass es Sinn ergibt. Darunter macht es keinen Sinn, weil da ist das so miese Daune, dann nimmst du besser irgendeinen Plastik, auf gut Deutsch. Ne? Das ist dann A, billiger und B, hat eine bessere Leistung und das bringt es einfach nicht unter 500. Ab 500 geht's los, besser zu sein als Plastik. 850, 900er Daune ist unerreicht. Ja, da gibt's nichts, was derartig viel Bauschkraft hätte. Also Möglichkeit, also wenn man es platt drückt, dass es dann hinterher wieder Puff macht. Und grundsätzlich für das geringe Gewicht einer einzelnen Daune, ja, einer einzelnen Daunenfeder, hat die einfach das höchstmögliche Puff-Verhältnis. Und je mehr Puff, desto mehr Luft kann eben in einem Daunenkleidungsstück gespeichert werden, am Körper, körpernah. Und je dichter die gespeichert wird, dafür ist auch wieder dieses Bauschkraftgedöns zuständig, desto wärmer wird es uns schlicht und ergreifend. Also zumindest so funktioniert die Isolation von Daunenprodukten. Es gibt noch zum Beispiel ein Wollpulli funktioniert einfach anders ein bisschen von der Isolation her. Ein Fließpulli funktioniert auch ein bisschen anders von der Isolation her. Aber bei Daune kann man wirklich sagen, diese Bauschkraft, dieses Puff ist der Hauptanteil dessen, was eigentlich isoliert. Man kann diesen Effekt erreichen mit entweder einer höheren Bauschkraft, also meinetwegen 800 von diesen komischen Kubikinch, 900, dann wird es aber schweineteuer, 950, da streiten sich die Gelehrten, ob dieser Wert überhaupt existiert oder ob das ein Messfehler ist oder unterschiedlich, je nach Ländern, nach Land, wo das ermittelt wird, mag es da noch ein kleines bisschen Beschiss oder auch nicht Beschiss, je nachdem, in der Berechnung geben. Aber ab 800 ist die Bauschkraft schon sehr, sehr gut und das ist sehr hochwertige Daune, die dann auch entsprechend viel Geld kostet. Ne? Die andere Möglichkeit, neben dieser hohen Qualität der Daune, ist einfach mehr Daune reinzupacken. Das sind also die Sachen, die auch den Preis gestaltet. Mehr Daune reinpacken kostet natürlich immer mehr Geld, logisch. Ja? Aber man kann mit, sagen wir mal, 200 Gramm bisschen günstigerer Daune die gleiche Isolationswirkung erreichen wie mit zum Beispiel 175 Gramm super hochwertiger Daune. Der Preisunterschied rechtfertigt da jetzt nicht unbedingt die Gewichtsersparnis, ja, weil wir können
25 Gramm, das ist jetzt nur ein grobes Beispiel, ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so in diesen großen Ordnungen bewegt sich das. Ja, wir sparen 25 Gramm an Gewicht, zahlen dafür aber, was weiß ich, 50 Euro mehr, weil wir einfach auf die super hochwertige Daune gesetzt haben, anstatt die mittlere Daune, von der wir etwas mehr bräuchten, um den gleichen Effekt zu erreichen. Also so in diesem Verhältnis steht das. Und dann haben wir noch das Daunen-zu-Federn-Verhältnis. Das ist auch wieder relativ wichtig. Da gibt es theoretisch schon gesehen 70 zu 30. Das ist aber für einen Outdoor-Bereich völlig beschissen. Also das sollte man wirklich, wirklich nicht kaufen. 80 zu 20 kann man drüber nachdenken, aber ist auch nicht doll. Und ab 85 bzw. 90 zu 10, 85 zu 15, da fängt es an interessant zu werden. Was ist das für ein Wert? Naja, der gibt an, wie viel Prozent Federn in einer Ladung Daune drin ist. Und im Fall von 85 zu 15 hast du 85% Daune und 15% Federn im Gesamtgemisch. Federn will man nicht haben, weil Federn isolieren viel weniger gut als die Daunen. Das heißt, von dem Gesamtgemisch hat man nur 85%, die super toll isolieren und 15%, die das eben nicht tun. Und zweitens haben Federn noch den negativen Effekt, dass sie einen Kiel haben und der kann ziemlich dünn und spitz sein. Und das heißt, das kann einem durch das Außenmaterial, seinen Schlafsack zum Beispiel oder auch die Jacke, durchstechen, insbesondere durch Nähte bohrt sich so ein Kiel ganz gerne mal durch und dann steht der außen raus. Erstens sieht man dann aus wie gerupft und geteert oder so, gefedert und geteert, so rum. Und zweitens, wenn einem die Dinger wirklich komplett rausgehen, dann sind sie halt weg. Das wäre bei den Federn ja noch nicht mal schlimm, wenn man damit nur die Federn loswerden würde, aber zieht man zum Beispiel so eine Feder jetzt raus, die absteht, dann flutscht da oft noch 1, 2, 3 Daunen hinterher. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann hat man halt irgendwann zwar keine Federn mehr, was nicht so schlimm ist, aber man hat halt auch deutlich weniger Daunen, was dann schlimm ist, weil dann hat man insgesamt Isolationsmöglichkeit seines Kleidungsstücks verloren und das ist dann hinterher einfach weniger warm und verschleißt auf diese Art und Weise auch recht gut. Hochwertige Schlafsäcke, da bietet der Hersteller und wenn nicht irgendwelche anderen Firmen, da gibt es ein paar schöne Beispiele, die man da auch inzwischen in den Kommentaren vielleicht lesen kann, wenn das jemand da hinschreiben sollte. Meistens tut das ja irgendjemand, der so nett ist. Gibt es auch Firmen, die einen Daunenschlafsack wieder auffüllen, also zusätzliche Daune dazu machen. Es gibt die Möglichkeit zur Wartung von Daunenschlafsäcken bei eben diesen besagten Schlafsackpflegefirmen, dass die einem komplett die Daune aus dem Schlafsack rausnehmen, separat waschen, gegebenenfalls nochmal imprägnieren, wenn das dann gewünscht ist oder Sinn ergibt oder wie auch immer. Jedenfalls kommt die Daune dann hinterher wieder rein, das Ganze wird wieder zusammengenäht und der Schlafsack ist fast so gut wie neu. Kann man auch machen. Ja? So, also das sind die wesentlichen technischen Daten. Man merkt bei Daunenschlafsäcken auch relativ häufig, dass die Füllmenge, meinetwegen 400 Gramm, 500 Gramm Daune, nur einen Bruchteil vom Gesamtgewicht ausmacht. Wenn man nämlich einen 400 Gramm Füllschlafsack hat, dann wiegt der gerne mal 850 oder 900 Gramm, weil eben das Außenmaterial bzw. das Innenmaterial, also das Zeug, was jeweils nicht die Daune selbst ist, doch deutlich schwerer im Verhältnis zur eigentlichen Daune ist. Das Volumen des Schlafsacks wird komplett von der Daune bestimmt, aber das super dünne und im Grunde fast nicht wahrnehmbare Materialchen, dieser wirklich, wirklich filigrane Stoff, der wiegt mindestens die Hälfte vom Gesamtgewicht. Erschreckend, ne? Wird umso krasser, je leichter das Gesamtding eigentlich ist. Wenn du 200 Gramm Daune reinmachst, dann brauchst du gefühlt nochmal 300 Gramm zusätzlichen Stoff, damit das alles am Platz bleibt. Das fand ich immer ganz faszinierend bei meiner Recherche zu eben den Gewicht-zu-Daune-Verhältnissen bei verschiedenen Schlafsystemen. So, jetzt. Das ist es im Grunde, der ganze Zauber bei den Basisdaten. Wer mag, kann aber bei Daune jetzt neuerdings, das gibt es noch nicht so lange, aber es ist immer mehr am Kommen scheinbar, auch imprägnierte Daune kriegen. Das bedeutet, die Daune wird nochmal mit einem zusätzlichen also hydrophobischen, also wasserabweisenden Kunststoff imprägniert, also besprüht auf gut Deutsch. Das kann man hinterher auch einwaschen. Hebt aber nicht so gut, wie wenn das industriell in einer dafür speziell angefertigten Maschine gemacht wird. Das heißt, will man eine imprägnierte Daune haben, dann kauft man sich am besten gleich einen Schlafsack, der eben diese imprägnierte Ausstattung in der Daune drin hat
oder man lässt die Dorne komplett in seinem Schlafsack umtauschen. Die beiden Optionen gibt's. Hinterher einfach so ein Imprägnierungswasch kaufen und damit eine nicht imprägnierte Daune waschen und dann denken, dann wäre die so gut wie industriell imprägniert. Das funktioniert wohl nicht, habe ich mir sagen lassen. Gut, dieses Imprägnieren, das ist dahingehend toll, weil die Achillesferse von Daunenprodukten ist, wenn sie nass werden, isolieren sie nicht mehr. Wenn sie nass werden, klumpen sie blöd zusammen und gegebenenfalls sind sie dann auch komplett hin, wenn es dumm läuft. Ja? Das ist die Haupt-Achillesferse von Daunenprodukten und mit einer imprägnierten Daune, die weniger Feuchtigkeit aufnimmt, nimmt dieses Problem eben deutlich ab, sagt man. Aber hat jetzt nicht nur Vorteile, imprägnierte Daune zu kaufen, sondern auch einen Nachteil, denn was bei Daune ebenfalls sehr, sehr gut ist, ist das Verhalten, das Schlafverhalten in einem Daunensack zum Beispiel. Nämlich weil die Daune eben in der Lage ist, gut Feuchtigkeit aufzunehmen. Weshalb sie dann auch gegebenenfalls, wenn sie ganz nass ist, eben auch sehr langsam trocknet und schwer wieder trocken zu kriegen ist. Aber bis zu einem gewissen Level, wenn es sich nämlich wirklich nur um Körperfeuchtigkeit handelt, dann kann ein Daunenschlafsack ziemlich große Mengen der üblichen Körperfeuchtigkeit, die man eben im Laufe vom Schlaf abgibt, aufnehmen und damit bleibt das Innenklima im Schlafsack wunderbar wohlig, warm und trocken. Das ist also ein sehr, sehr angenehmes Schlafverhalten, das man in so einem Daunenschlafsack hat. Hat man imprägnierte Daune, ist dieses super wohlig angenehme Schlafverhalten im Eimer, beziehungsweise lässt deutlich nach und geht halt zurück auf das nicht ganz so super wohlig warme Schlafverhalten in einem Kunstfaserschlafsack. Ungefähr so in diesem Dreh. Ja? Also nimmt man der Daune einen ihrer großen Vorteile, das super gemütlich und so weiter, dann bekommt man im Ausgleich zwar auch einen ihrer großen Nachteile gemildert, aber da muss man jetzt wissen, was einem halt lieber ist. So sagt man. Ich habe noch nicht sehr viele Erfahrungen mit dieser imprägnierten Daune machen dürfen, ich arbeite aber dran. Ich werde, wenn sich meine Erkenntnisse diesbezüglich dann ändern sollten, darüber dann nochmal berichten. Gut, noch ein Haken bei der imprägnierten Daune. Nicht imprägnierte Daune ist ein hundertprozentiges Naturprodukt. Das heißt, die kannst du in den Wald kippen, dann verrottet sie. Puff. Relativ schnell ist sie weg. Gut ist. Ja? Recycling gar nicht mal nötig, völlig egal. Das bedeutet, das ist schön. Das ist für viele von uns was Tolles, wenn wir in einem reinen Naturprodukt, okay, ein bisschen Plastik haben wir noch als Außenstoff, ne? Jedenfalls ist diese imprägnierte Daune leider oft mit einem, also grundsätzlich mit einem Kunststoff imprägniert. Da gibt es nichts anderes, was man da industriell drauf kippen könnte. Damit ist es schon kein reines Naturprodukt mehr. Wen das stört, der mag vielleicht keine imprägnierte Daune haben. Zweitens kann es sich bei dem Imprägniermittel, insbesondere bei Herstellern, die nichts anderes angeben, um ein PFC-haltiges Mittel handeln. Und das Zeug ist extrem umweltschädlich. Ja, das verseucht so einiges, vor allen Dingen landet es grundsätzlich irgendwann in den Meeren und wenn es da nicht landet, dann landet es irgendwann in der Antarktis oder im grönländischen Eisschild, solange es beides noch gibt, im Eis und kann da nachgewiesen werden. Das ist auch das Imprägniermittel, das man früher, hoffentlich nur früher, heute musst du dir fast Mühe geben, um noch eins mit PFC kaufen zu können, verwendet hat, um seine wasserdichte Jacke schön wasserdicht zu halten, ja, zum Draufsprühen und so weiter und so fort. Also ein ziemliches Teufelszeug, ist sicherlich eine der schädlichsten Chemikalien, die im Outdoor-Bereich immer noch verwendet werden. Und nochmal, das ist garantiert in der Imprägnierung der Daune beteiligt, wenn der Hersteller nicht explizit damit Werbung macht, dass er eine PFC-freie Imprägnierung verwendet. Sonst ist PFC drin, da könnte er aber sicher sein. Und das ist, wird bei jedem Waschen eben entsprechend ausgewaschen, geht auch ein bisschen verloren bei jeder Übernachtung, ein ganz kleines bisschen was davon. Und jedes Partikelchen, jedes Molekül von diesem PFC-Zeug bleibt auf immer in der Natur. Ja, das bleibt bis in alle Ewigkeit da liegen oder halt dann irgendwo da, wo es hingeschwemmt oder hingeweht wird. Aber es bleibt immer in der Natur. Man hinterlässt, wo man geht und steht, also eine Spur von winzig kleinen Partikelchen. Kann einem egal sein, aber wissen sollte man es. Ne? So,
Es gibt theoretisch, wenn man zu viel Geld hat, so wie ich damals hatte, als ich das gemacht habe, noch die Option, eine zweite Option, an sehr wasserabweisende Daune ranzukommen. Nämlich, meines Wissens, der einzige Hersteller, der das macht. Vielleicht gibt es noch mehr, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, wenn ihr noch einen kennt. Aber zum Beispiel Western Mountaineering ist ein Schlafsackhersteller, ein Daunenschlafsackhersteller. Die machen nichts anderes als Daunenschlafsäcke, haben sich darauf fast spezialisiert. Und die nutzen Daune, die sich die Gans selbst ausgerissen hat, um damit ihr Nest auszupolstern für die Eier, ja, und für die Küken in den ersten wenigen Zeit, die Küken halt noch nicht rumrennen und unterwegs sind und durch die Gegend wuseln. Ja. Diese Daune, die sie dafür verwendet, ist auch wieder gebürzelt mit Fett aus der eigenen Bürzeldrüse, also Bioimprägnierung. Und da so eine Gans nun mal ein Wasservogel ist, kann man ja davon ausgehen, dass die Gans weiß, oder zumindest im Laufe der Jahrmillionen, die jetzt die Gans schon existiert, irgendwann mal gelernt hat, wie man aus einer doch recht wasserempfindlichen Daune eine weniger wasserempfindliche Daune macht, indem man immer schön mit dem Schnabel hinten Fett holt, an der Bürzeldrüse und schön alles einschmiert mit dem Schnabel, und dann ist das auch alles überhaupt nicht mehr wasserempfindlich. Und genau diese von der Gans imprägnierte, danke liebe Gans, mein Schlafsack ist super, danke Gans, diese Daune klauen die dann quasi aus dem Nest der entsprechend gehaltenen Gänse, dass die auch wirklich ein Nest sich anlegen, und packen sie in Schlafsäcke. Das ist natürlich nochmal viel teurer als alle andere Formen der Daunengewinnung. Aber, und ich muss auch sagen, angeblich machen die das so, ja. Es gibt so viel Unsicherheiten, ob die Versprechen der verschiedenen Hersteller im daunenverarbeitenden Bereich denn nun stimmen oder nicht, dass man da immer mit einem gewissen, ja, sie sagen, sie machen es so, rangehen muss. Ob das wirklich immer hundertprozentig so stimmt, beweisen, ich kann es nicht. Ja? Ich glaube zwar nicht, dass namhafte Hersteller, gerade wenn sie so hohe ethische Anforderungen in Anführungszeichen stellen, es sich wirklich leisten können, dagegen großflächig zu verstoßen, einfach weil, oh, das ist eine Maus, hallo Maus, was ist das? Eine Rötelmaus, yay, Hunter-Virus. Ich mag trotzdem Rötelmäuse, ist doch mir scheißegal, ob die irgendwelche Krankheiten übertragen. Davon haben wir ja schon genügend Krankheiten gerade in der Welt, ne? Ja, kommst du nochmal raus? Nein, tust du nicht. Na gut. Jedenfalls, ich persönlich glaube schon, dass das stimmt. Weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, was für ein Shitstorm die provozieren würden, wenn das eben nicht stimmen würde. Da muss ja nur irgendein Agent in Anführungszeichen von irgendwelchen Tierschutzmenschen, und die haben ja solche Agenten, da mal in eine entsprechende Gänsefarm, die eben Western Mountaineering beliefert, eindringen, da ein paar Fotos von schlecht gehaltenen Gänsen machen, das Ganze ins Internet stellen, und schon ist der Ruf von Western Mountaineering ruiniert. Ich glaube also schon, dass die das Risiko nicht eingehen wollen, dass sowas passiert. Aber das ist nur mein Glaube. Ja? Beweisen, keine Ahnung. Das gilt aber für alles, was ich jetzt noch im weiteren Verlauf zu Daunenethik erzählen werde. So richtige Sicherheit, dass man seine Daune aus einer ethisch einwandfreien Quelle bekommt, gibt es fast nicht. Und schon gar nicht, also im Outdoor-Bereich wirklich gefühlt nirgends. Ja? Hundertprozentige Sicherheit. Wer also sagt, es kommt für mich überhaupt nicht in Frage, wenn da auch nur eine einzige Daune in meinem Schlafsack drin steckt, die mit unsauberen Methoden gewonnen ist, dann will ich keinen Daunenschlafsack haben. In diesem Fall müsstet ihr wirklich konsequenterweise dann tatsächlich sagen, dann will ich keinen Daunenschlafsack haben. Ja? Aber gut, dazu dann später noch mehr. Jedenfalls diese von der Gans selber imprägnierte Daune, das ist die andere Möglichkeit, eine relativ wasserunempfindliche Daune zu bekommen. Das funktioniert übrigens auch mit Eiderentendaunen, weil Eiderentendaunen kann man ganz wunderbar gewinnen, indem man eben das Nest der Eiderente plündert. Die ist dafür bekannt, ihr Nest besonders üppig mit eigenen Bauchdaunen entsprechend auszuschmücken. Und das hat man schon seit Ewigkeiten so auch gemacht in Regionen, wo die Eiderente eben wohnt, auf Island beispielsweise, dass man der dann ihre Daunen geklaut hat, um damit dann eben entsprechend Kleidungsstücke oder Decken oder was auch immer zu befüllen. So, also, aber jetzt wirklich zu
komplett nur noch zu den ethischen Grundsätzen beim Daunenkauf. Was sind denn die Probleme bei der Daunenherstellung, in Anführungszeichen, bei der Gänsehaltung? Grundsätzlich gibt es die zwei großen Sünden, die gerne begangen werden gegenüber Federvieh. Das eine ist die Stopffütterung, Stopfmast auch genannt, und das andere ist eben der Lebendrupf. So. Beides sind im Grunde sehr, sehr traditionelle Methoden, die man über viele hundert Jahre schon angewendet hat. Zur Stopfmast gibt es Hieroglyphen aus dem alten Ägypten, aber nur weil was alt ist, ist es ja nicht zwingend gut. Na? Da gibt es diverse Beispiele. Ich finde das ohnehin immer scheiße, dass es diese Mentalität gibt. Das hat man schon im Mittelalter so gemacht. Das muss gut sein. Im Mittelalter hat man auch Hexen verbrannt. Das muss gut sein. Nur weil etwas alt ist und lange so gemacht wird, ist es nicht zwingend gut. Ja? Wenn man mit dieser Einstellung durchs Leben geht, verhindert man jeden Fortschritt. Wir haben damals schon Wunden mit Kuhmist geheilt. Das muss gut sein. Okay, jeder ist gestorben. Aber das haben wir damals so gemacht, also muss es gut sein. Also den Lebendrupf. Der Lebendrupf ist deswegen interessant, weil bei der Mastganshaltung es Elterntiere gibt. Die leben länger als die anderen Tiere. Die meisten Küken, das ist so, die werden, ja, die schlüpfen, die werden gewittert, die werden groß, die werden fett. Und dann werden sie relativ zeitnah auch schon geschlachtet und landen halt eben entsprechend als Weihnachtsgans beispielsweise irgendwo im Backofen. Für jemand, der Fleisch isst, ist das nun mal legitim. Kannst jetzt nicht so tun, als wäre das Ende der Riesenprobleme mit hättest, solange du Fleisch futterst. Für alle Vegetarier und Veganer da draußen, bitte sehr, ihr dürft euch jetzt aufregen. ich darf es nicht, weil ich esse Fleisch. Gut, Problem sind dabei auch nicht eben diese Mastgänse im Sinne von, die eine kurze Lebenserwartung haben und danach auch schon im Backofen landen. Problem sind vor allen Dingen die Elterntiere, weil die haben eben eine Länge, die werden 3-4 Jahre lang gehalten, legen halt in der Zwischenzeit immer wieder Eier, werden dann nochmal ein Jahr gehalten, wo sie wieder Eier legen und so weiter und so weiter, und die sorgen eben für die Reproduktion und für den Nachwuchs an den eigentlichen Mastgänsen. Dadurch, dass die so eine lange Lebensdauer haben, wird bei denen erst Lebendrupf interessant. Weil die jungen, kurzlebigen Mastgänse, die brauchst du nicht Lebendrupfen, die sind ja ohnehin gleich tot und dann kannst du sie im toten Zustand quasi rupfen. Also jetzt rein ökonomisch, ja, das klingt jetzt vielleicht alles grausam, dann werdet Vegetarier, aber mindestens das. Jedenfalls, diese noch lebenden Elterntiere, die kann man im Grunde während ihrer langen Lebensdauer so 2-3, vielleicht sogar 4-mal im Jahr, je nachdem wie krass man da sein möchte, am lebenden Tier rupfen. Die Federn wachsen nach, dann reißt es sie wieder raus. Die Federn wachsen nach, dann reißt es sie ihnen wieder raus. Das ist natürlich jedes Mal mit enormem Schmerz verbunden, das ist jedes Mal mit blutenden Wunden verbunden. Und man muss jetzt dazu sagen, Federn sind nicht Haare. Mal ein Federkiel gesehen, das Ding ist doch ein kleines bisschen fetter als eine Haarwurzel bei uns. Und selbst wenn man jetzt sich vorstellt, dass einem jemand die komplette Kopfhaare ausreißen würde, in meinem Fall tut das nicht sehr weh, aber im Fall von manchen Leuten, die da noch viele Kopfhaare haben, dann wäre das nicht besonders erfreulich. Ja? Und das geht auch wirklich mit, da hast du dann auch blutende Kopfhaut und enorme blutende Wunden. Und unsere Haarwurzeln, die sind winzig. Ein Federkiel ist relativ dick. Und es geht ja zum Teil auch wirklich um die dickeren Tragedeckfedern außen. Denen wird zwar jetzt nicht der Flügel gerupft, also die richtig fetten Schwungfedern, die bleiben dran, weil man will ja an die Daunen rankommen. Aber das ist Tierquälerei, schlicht und ergreifend. Ja, schlicht und ergreifend, das ist enormes Leid für die Tiere. Es gibt die bäuerliche Rupfmethode. Die funktioniert so, dass man wartet, bis sich die Gans hormonell bedingt in der Mauser befindet, wo ihr Gefieder automatisch ausgetauscht wird, damit sie immer schön frische Federn haben. Mausern die sich ja von alleine, also rein natürlich. Und da gibt es die Möglichkeit, dass dann der Bauer, der eben nur ein paar Gänse hält, hingeht und kurz bevor die ihre Federn von alleine sozusagen verlieren, da ein bisschen nachhilft. Kann man sich kloppen, ob das auch schon Tierquälerei ist. Es ist sicherlich fast schmerzfrei für die Gans, ihr diese Federn dann abzunehmen. Besonders toll wird es aber auch nicht finden, wenn sie jetzt gepackt wird und ihr dann da die letzten Federchen noch ausgerupft werden. Also da kann man sich kloppen. Inwieweit,
wo die Grenze ist, wo Tierquälerei anfängt und wo hinnehmbare Nutztierhaltung aufhört. Ne? Das ist ziemlich variabel. Nur, das kann man eben nur im sehr kleinen Maßstab machen. Also selbst wenn man jetzt sagt, das würde mich nicht stören, das ist nur im sehr kleinen Maßstab in der bäuerlichen Tierhaltung möglich. In der Massentierhaltung, wo normalerweise die ganze Daune, die man noch bezahlen kann, herkommt, geht das nicht mehr. Und was macht man da stattdessen? Es ist einem scheißegal, wie weit die Federn sind, ob die locker sitzen oder nicht. Man geht hin und macht rupf, 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 rupf. Und das ist noch die weniger schlimme Methode. Die besonders schlimme Methode besteht darin, dass man den Staubsauger in Anführungszeichen nimmt, mit dem man normalerweise tote Tiere entfedert. Bei denen ist ja egal, die sind ja schon tot. Und probiert, macht das gleiche an den lebenden Tieren. Hinterher sieht die ganz wirklich nicht mehr gut aus. Und das ist absolute Tierquälerei. Ah, gar keine Frage. Und ein Produkt, das so gewonnen wird, möchte ich persönlich nicht kaufen. Deswegen übrigens dieses ganze Video, weil ich mich halt sehr, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt habe, bei wem darf ich denn Daune kaufen und bei wem nicht. Dazu kommen wir dann auch noch. Ja, also das ist jedenfalls die eine Tierquälerei. Und das ausgerechnet eben bei den Muttergänsen, die ja schon das Glück haben, ein längeres Leben zu haben. Eigentlich möchte man ihnen dann auch ein schöneres, längeres Leben gönnen. Stattdessen kriegen sie ein besonders folterreiches, längeres Leben. Dann wären sie doch lieber vorher geschlachtet worden, vielleicht. Je nachdem, aus welcher Sicht. Man müsste die Gans fragen. Ne? Ja, Stopfmast, das andere Problem. Das hat man auch schon, wie gesagt, seit dem alten Ägypten bereits angewendet. Es ist heute noch beliebt in Frankreich, um die berühmte fette Gänseleber zu produzieren. Kurz gesagt geht es darum, die Gans in kürzester Zeit mit enormen Mengen Nahrung zuzustopfen, damit sie eine unnatürlich fette Leber bekommt. Erstens mit einem unnatürlich hohen Fettgehalt und zweitens mit einem unnatürlich hohen Lebervolumen. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, ist ja so ein berühmtes Zitat. Ich glaube, das ist vom Hirschhausen. Ich finde den eigentlich ansonsten nicht besonders lustig, aber dieses Zitat ist toll. Wer den mag, darf ihn gerne mögen. Wer ihn nicht mag, auch okay, mir völlig scheißegal. Aber ich würde nur sagen, wo das Zitat her ist, aus urheberrechtlichen Gründen. Jedenfalls, das ist extrem. Auch nochmal Tierquälerei funktioniert so, dass die Gänse eine nach der anderen durch so ein bestimmtes Gatter getrieben werden. Dann steckt man ihnen einen ca. 30 cm langen Metall-Dornspitze, trichterartiges Ding, tief in den Hals, also 30 cm weit in den Hals rein. Und durch dieses Ding wird dann ein Maiswasserbrei, teilweise noch mit ein bisschen Fett drin, direkt in den Magen der Gans mit Gewalt hineingepresst, ja? Also mit Druck. Dann ist der Magen der Gans bis zum Bersten gefüllt. Die kann regulär überhaupt keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Aber das macht ja nichts, weil sie kriegt ja dreimal am Tag, noch drei weitere Mal an diesem Tag nochmal den Magen auf diese Weise vollgepresst. Ja? Also eine grenzenlose Überernährung, da Vögel nicht in der Lage sind, ein Speicherfettgewebe oder fast nicht in der Lage sind, ein Speicherfettgewebe in Form einer Wampe oder Ähnlichem anzulegen, können sie das nur in der Leber einlagern, was dann halt eben zu dieser Fettleber, dieser krankhaft vergrößerten und im Grunde extrem ungesunden Leber führt, die man dann gerne isst. Ja, aber dass die Franzosen hinsichtlich ihrer Nahrungsaufnahme die ein oder andere abartige Gewohnheit haben, ist ja schon länger bekannt. Ne? Froschschenkel. Allez, und dann hat man die Schenkel in der Hand. Hat mir mein Geografielehrer damals eindrucksvoll beschrieben, wie das die Franzosen drüben, wir sind ja nicht weit weg von der Grenze, so treiben. Ja, nichts gegen die Franzosen, jetzt bitte keinerlei Rassismus oder Ähnliches, aber einzelne Details des Verhaltens der Leute in anderen Ländern darf man ja vielleicht schlecht finden. Man darf auch vieles im eigenen Land schlecht finden. Da muss man einen gewissen Ausgleich hoffentlich einhalten. Hoffentlich. Gut, jedenfalls, Stopfmast ist in den meisten EU-Ländern verboten. Wird wahrscheinlich auch deutlich weniger unterm Radar betrieben als der Lebendrupf, um halt eben hochwertige Daune zu bekommen. Aber Stopfmast ist, wenn irgendwo nicht explizit dran steht, dass es dann nicht gemacht wird, kann man sich nicht sicher sein, ob es nicht wirklich, nicht vielleicht eventuell doch gemacht wird. Aber ist das weniger große Problem flächenmäßig, ja, und mengenmäßig, als es der Lebendrupf da eben entsprechend ist. So. Folgendes. Lebendrupf, großes Problem beim Lebendrupf, ist die Daunenqualität, die man von der lebenden Ente rupft, ist höher.
als die, die man von der toten Ente rupft. Ente oder Gans. Ja, ist egal, ob man es bei der Ente oder bei der Gans macht. Spielt jetzt in dem Sinne aus tierschutzrechtlichen Gründen, keine tierschutzethischen Gründen eher, keine Rolle. Jedenfalls, das macht es nochmal verdächtig. Ja? Wenn also ein Hersteller mit super hochwertiger Daune arbeitet, gleichzeitig aber nicht sagt, wo er die her hat, dann kann man eigentlich sicher sein, dass das auf jeden Fall Lebendrupfdaune sein wird, weil so hohe, hochwertige Qualitäten kriegt man entweder nur durch unglaublich schonende Rupfung der toten Ente überhaupt hin oder durch die Variante, die Ente reißt sich die Federn selber aus und puffert ihr Nest oder eben Lebendrupf. Ja? Zum Beispiel eben diesen vergleichsweise schonenden Lebendrupf aus der bäuerlichen Ganshaltung, wenn halt eben im Bauer nur 10 Gänse hat oder so Späße. Da kriegt man auch sehr, sehr gute Daunenqualitäten zustande. Und das macht die hohen Daunenqualitäten so ein bisschen... Ist für mich persönlich ein Dilemma, weil das Produkt, was ich gedenke, eventuell zu kaufen, hätte hohe Daunenqualitäten. Und ich habe bisher noch nicht rausfinden können, ich suche aber noch weiter, ich muss noch intensiver suchen, wie denn das zustande kommt, dass die eben diese hohen Qualitäten haben. Sie haben zwar Ethiksiegel, aber ja, dazu kommen wir gleich. Genau genommen nämlich jetzt. Also hohe Daunenqualitäten, immer Augen auf besonders. So. Wenn man Daune kaufen möchte, gibt es im Grunde zwei unabhängige Siegel internationaler Art, die eine Firma, die mit Daune arbeitet, hoffentlich hat. Beide hat keiner, aber theoretisch wäre es natürlich schön, wenn sie bei dem man dann davon ausgehen kann, dass man da wahrscheinlich Tierschändung freie Daune bekommt. Ja, das sind einmal das Global TDS, das ist die Global Traceable Down Standard Geschichte, ne? Also der Global Traceable Down Standard. Ganz, ganz toll, ist wahrscheinlich das Beste, was es gibt, um nachzuweisen, dass diese Daune aus möglichst artgerechter und tierleidfreier Produktion stammt. Aber ich habe keine Ahnung, ob überhaupt irgendein Hersteller im Outdoor-Bereich dieses Label hat. Ich kenne keinen. Schlicht und ergreifend. Habe noch keinen gefunden. Wenn ihr einen kennt, bin ich gespannt. Vielleicht habe ich es auch irgendwo übersehen bei manchen, bei denen ich geguckt habe. Ich weiß es nicht. Aber ist sehr selten. Ist sehr selten. Also da machen nicht viele mit bei diesem Programm. Deswegen, dazu muss man auch nicht viel sagen. Grob, hat es jemand? Alles gut. Hat es jemand nicht? Kann trotzdem alles gut sein. Das ist halt das große Problem. Der häufig verbreitete und damit für uns sicherlich sehr wertvolle, und da bitte jetzt auch aufpassen, Standard, das ist der RDS, das ist der Responsible Down Standard. Und der ist recht weit verbreitet. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Zum Beispiel Bergans of Norway haben das. Berghaus hat's, Black Diamond hat's, selbst der Decathlon, zu meiner großen Überraschung, tatsächlich selbst der Decathlon hat RDS-Daune, aus China zwar, aber es ist trotzdem RDS-Daune, das heißt, auch wenn die aus China kommt, muss die trotzdem einigermaßen vernünftig sein, das ist übrigens Entendaune, die ist deutlich billiger, dadurch kommen auch dann wieder die Preise, also Decathlon und Daune im Decathlon-Preisverhältnis und trotzdem ohne Tierleid, wie kann das funktionieren? Ja, es ist Entendaune. So kommt das zustande, aber finde ich eine tolle Sache, finde ich wirklich eine tolle Sache. Hätte ich niemals gedacht, dass ein Discounter in Anführungszeichen beim RDS-Programm vorbei ist. So, dann Thermarest hat RDS-Daune, Expert hat RDS-Daune, Hacklöfs, Mammut, also Marmot und Mammut, so rum, Mountain Hardware und VD. Und das sind nur ein paar Beispiele. Jack Wolfskin zum Beispiel auch noch. Also es gibt schon viele Hersteller, die RDS-zertifiziert sind. Wie läuft das ab? Der RDS ist eine unabhängige Organisation. Die gehört also keine der genannten Firmen. Das ist ganz wichtig. Die haben unabhängige Zertifizierer, die dann in den entsprechenden Betrieben vorbeischauen. Es sind immer zwei. Einer, der sich das Ganze anguckt, einer, der das dann nochmal überprüft und dann gibt es nochmal jemanden im Büro, der dann auch nochmal alles überprüft, ob das insgesamt stimmig klingt, was die da so berichten. Und dann gibt es gegebenenfalls auch gegen einen kleinen Obolus natürlich, diese Zertifizierungseinrichtung an sich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Die schafft ja auch nicht komplett umsonst.
Und deshalb muss man, wenn man dieses Siegel haben möchte, auch ein bisschen das Geld dafür bezahlen. Dementsprechend hat man auch Interesse daran, dieses Siegel dann zu behalten, weil es kostet ja auch Geld, ne? Jedenfalls wird das unabhängig eben bereitgestellt. Einzig als Nachteil anzumerken wäre beim RDS, die Kontrollen könnten etwas häufiger stattfinden und sie könnten vor allen Dingen etwas häufiger unangemeldet stattfinden. Aber die durchsuchen schon die komplette Anlage. Die gucken in den Kühlschrank, die gucken in die Gefriertruhe, die gucken in den Schuppen, die gucken überall hin. Also möglicherweise gibt es vielleicht Schlupflöcher, wie man bei einem RDS-zertifizierten Betrieb trotzdem noch hier und da mal eine Gans lebend rupfen kann. Ah, das mag sein, aber im großen Maßstab sicherlich nicht. Und ob das dann im Kleinen nur hin und wieder mal Maßstab für irgendwas wirklich Sinn ergibt, wage ich zu bezweifeln. Weil wenn man hier und da mal eine älter werdende Gans mal lebend rupft und die paar zusätzliche bessere Qualität down dann in den Gesamttopf reinschmeißt, dann geht das völlig unter, damit verdient man nicht mehr Geld. Ich wüsste also nicht, wozu das gut sein soll. Also das ist nur meine Hoffnung. Ja? Ich weiß nicht, welche kriminellen Machenschaften da im Dunkeln vielleicht doch noch auf uns warten. Aber RDS ist meiner Meinung nach, sobald da ein RDS-Zertifizat drauf ist, eine Daune, die man kaufen kann. Ja? Und wer RDS-Daune hat, schreibt es in den allermeisten Fällen in den Produktbeschreibungen seiner Produkte auch dazu. Und wenn nicht, muss man einfach mal kurz auf die Website vom RDS gehen, verlinke ich euch. Und da findet man eine komplette Auflistung sämtlicher Firmen, Marken, die eben RDS-zertifiziert sind. Und zwar übrigens ist immer die gesamte Firma RDS-zertifiziert. Wenn also zum Beispiel Thermarest RDS-zertifiziert ist, dann darf Thermarest, und das macht sie hoffentlich dann auch nicht, kein Produkt mit nicht RDS-zertifizierter Daune im Sortiment haben und darf nur Daune verkaufen, die wiederum RDS-zertifiziert ist. Schön wäre es jetzt, und da ist der Unterschied zwischen dem Global TDS, dem Global Trackable Down Standard, und dem Responsible Down Standard, wenn man nachvollziehen könnte, von welcher Gans welche Daune in welchem Produkt letztendlich überhaupt kommt. Ja? Und dieses Trackable ist eben das, dass man genau den kompletten Produktweg nachvollziehen kann. Der soll beim RDS zwar auch bekannt sein, aber der Verbraucher kann es nicht nachvollziehen. Beim TDS kann man als Verbraucher selbst rausfinden, bei welcher Gans man sich bedanken darf. Ja, aber ich kenne keinen, wie gesagt, ich kenne niemanden, der den TDS anbietet bei Autoprodukten. So, dann kann man jetzt noch eventuell Daune von einem Hersteller kaufen, der ein firmeneigenes Nachhaltigkeitssystem für Daune hat oder Tierwohlsystem für Daune hat. Es gibt drei prominente Beispiele, die ich mir hier rausgegriffen habe. Eins habe ich schon genannt, das ist Western Mountaineering, die eben ihre aus dem Nest geklaute Daune verwenden. Zumindest für die sehr hochwertigen Produkte wird eben nur diese Nestklau-Daune verwendet. Sagen sie. Ja? Ich glaube es ihnen. Wenn ihr es nicht tut, dann nicht. Kann ich nichts dran ändern. Ich werde von denen auch nicht bezahlt, deswegen habe ich auch kein Interesse dran, für sie meine Hand ins Feuer zu legen. Das ist die eine Sache. Das ist der höchste Anspruch, den ich irgendwo gefunden habe an die Qualität von Daune. Sie geben übrigens den Tieren dann alternatives Material, um ihr Nest auszupolstern. Ja, also sie klauen ihnen nicht die Daune und dann müssen die kleinen Küken da im kalten Nest sitzen. So jetzt auch nicht. Also das wird dann ausgetauscht gegen irgendwelche Wolle oder Watte oder irgendwie sowas. Ja. So, das ist die eine Sache. Dann Fjällräven, inzwischen von mir viel geschmäht. Und ich bin ja der Meinung, die wären früher besser gewesen, als sie es heute sind. Aber der Down-Standard, den die haben, ich habe vergessen, wie der heißt. Ich glaube, Down-Ethik, was auch immer, Ethik, Daune, ich habe keinen Schimmer, wie das Ding heißt. Fjällräven, Daune, Ethik, irgendwie sowas mal googeln, dann findet man das auch. Die haben das Ding so gelöst und die sind ausgezeichnet worden von 4 Pfoten. Das ist mir so ein Tierschutzverein, ob das jetzt was wert ist oder nicht. Ich kann es auch nicht beurteilen, aber immerhin. Die sind die einzige Firma, die einen eigenen Daunenstandard hat, der irgendeine Auszeichnung bekommen hat. Also als Best of. Ja.
Vier Pfoten hat sämtliche firmeneigenen Down-Standards untersucht und auch viele Firmen untersucht. Und da kommen viele RDS-zertifizierte Firmen kommen ganz gut weg. Aber Testsieger bei denen, wie gesagt, keine Ahnung, was das wert ist, aber Testsieger bei denen ist Fjällräven. So, was macht Fjällräven anders, beziehungsweise was macht Fjällräven gut? Die haben auch voll traceable, zumindest firmenintern. Ich weiß nicht, ob man das als Kunde auch dann traceable machen kann. Von nur wenigen Farmen, mit denen sie zusammenarbeiten, mit diesen dann aber auch mehr oder weniger exklusiv. Ich bin jetzt eine Fjällrevenfarm, ich habe ausgesorgt, für genug Geld werden die denen zahlen, die verdienen ja selber auch horrend an den Gewinnmargen, die sie teilweise für ihre Produkte nehmen, aber gut. Jedenfalls, das ist wohl gut. Und das Schöne ist, und deswegen kann man ziemlich sicher sein, dass das doch vergleichsweise mit guten Dingen zugeht, sie arbeiten auch mit einem Schlachthaus zusammen. So, und da ja letztendlich sämtliche Federn, die sie verwenden, nur von toten Tieren stammen sollen, also nur direkt kurz nach der Schlachtung vom toten Tier eben entnommen werden sollen, das ist die Daune, die Fjällräven verarbeitet, sagen sie, ausschließlich verarbeitet, und sie ihre Daune nur in ihrem einen Schlachthaus abholen, in speziell mit Fjällräven gekennzeichneten Säcken, wo dann auch nur die Daune von den toten Tieren, die von den entsprechenden Betrieben, die für Fjällräven Gänse halten, kommen und das alles dann wirklich schön kontrolliert. Und die machen unregelmäßige Kontrollen, schicken da ihre Leute hin zum Angucken, ob das auch alles passt. Und klingt eigentlich alles ganz, ganz, ganz solide. Wenn das dann wirklich so passiert, und scheinbar hat sich das Vier Pfoten angeguckt und die sagen, das ist auch so. Und wie gesagt, was das immer das wert ist, aber dann ist das alles ganz toll. Und da sie halt nur die Daune aus dem Schlachtwerk abholen, hat auch irgendein anderer Zulieferer, der bei sich daheim auf seinem Hof Lebendrupf betreibt, gar nicht die Möglichkeit, Lebendrupf-Daune da in diesem Schlachthaus dann noch irgendwie dazwischen zu mischen. Also jedenfalls nicht ohne sehr, 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 sehr große kriminelle Energie. So, das ist die Theorie. Ja? Also wer Down-Produkte von Fjällräven kaufen möchte, der hat auf jeden Fall meinen Segen. Möglicherweise hat man dann etwas zu viel Geld, wenn man ernsthaft Down-Produkte von Fjällräven kaufen möchte. Möglicherweise, ja, möglicherweise, ich weiß es nicht. Noch ein drittes Beispiel für einen firmeneigenen Down-Standard ist, wo habe ich ihn denn aufgeschrieben, hier, der Down-Codex von Mountain Equipment. Mountain Equipment hat, das ist übrigens auch nochmal interessant, alle Firmen, die einen eigenen Down-Standard haben oder einen Down-Code oder einen Down-Codex oder was auch immer, die haben alle keine zusätzliche Zertifizierung beim RDS. Das würde ja auch nochmal zusätzlich Geld kosten. Man kann es also irgendwo verstehen. Andererseits würde es ja nochmal für die Qualität der Daune sprechen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, sich RDS zertifizieren zu lassen. Scheinbar teuer genug, weil Fjällräven, sollte man meinen, kann sich das doch leisten. Machen sie aber nicht. Gut, weiß ich nicht. Kann schlecht sein, muss es nicht. Der Down-Codex von Mountain Equipment sagt, kein Rupf, keine Mast, also keine Stopfmast, nur Daune aus zu Fleischgewinnungszwecken geschlachteten Gänsen und Enten und gute Haltungsbedingungen und so ethisch wie möglich die Schlachtung. Ja? Was genau jetzt gute Haltungsbedingungen sind, habe ich jetzt keinerlei Dokumente dazu gefunden. Aber immerhin steht da mal wenigstens gute Haltungsbedingungen. Das ist ja schon mal was. Das steht beim RDS nämlich leider nicht. Denn, das habe ich vergessen zu sagen, was sind denn die Anforderungen, die der RDS eigentlich stellt, um eben zu sagen, dieser Down-Betrieb da ist gut. Nämlich keine Stopfmast, kein Lebendrupf, keine wie auch immer geartete Form von Lebendrupf. Daunen. Und das ist halt das Problem. Sie sagen nicht ausdrücklich Daunen nur von geschlachteten und toten Tieren. Das sagen sie nicht. Lebendrupf darfst du nicht machen. Aber es gibt halt das Hintertürchen, dass Daunen von noch lebenden Tieren, wenn die sich zum Beispiel die selber ausreißen und man sammelt sie ein, die dürfen schon verwendet werden. Ja, du darfst sie zwar nicht rupfen, aber du dürftest sie verwenden, wenn sie von alleine runterfallen zum Beispiel. Und das ist so einer der Kritikpunkte am RDS, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Und ansonsten, eben diese beiden Sachen sind verboten. Dann haben sie diverse schöne Standards zum Umgang, zum Weiterreichen der Informationen zu ihrer Kette, mit der eben sichergestellt wird vom Endverkäufer, vom
vom Verkäufer, vom Hersteller des Produkts und Verkäufer des Produkts bis eben hin zur Farm, wo die Gans gelebt hat, dass das alles sichergestellt ist und so weiter und so weiter. Und was ich sehr schön finde, sie empfehlen, was soll man nun tun, nachdem man sich informiert hat über seine Daune. Man soll freundlich sein zu jeder Ente oder Gans, die einem so begegnet. Und diese kleine Randnotiz, die man auf ihrer Webseite finden kann, be kind to goose and duck in your environment oder was auch immer, keine environment. Heißt das so? Umwelt? Ja, ich glaube schon. Ja, wurscht. Deutsch und Englisch durcheinander mischen. Ich kann ja sowieso schon kein Englisch. Aber wenn ich auch noch beides durcheinander mischen muss, dann wird es immer schlimmer, noch schlimmer. Gut, das hat mich so ein bisschen überzeugt. Ja? Da gibt es auch so eine schöne Grafik dazu, wo der Gans, der Kopf so ein bisschen getätschelt wird. Das wird die Gans nicht wirklich mögen, aber das Bild ist cool. Ja? Und da ich gerade heute im Park war und freundlich zu Gänsen gewesen bin, hat mich das irgendwie angesprochen. Ja, also, sagen wir mal so, finden wir irgendwo ein Produkt, das Global TDS zertifiziert ist? Kaufen, sofort kaufen. Oder auch nicht, wenn ihr keins braucht, ja. Aber wenn man sowieso eins sucht, man findet eins, das Global TDS. Und diese Ethikgeschichte ist einem wichtig, ja. Man kann ja auch sagen, ist mir doch egal, ich bin halt ein Arschloch, dafür spare ich 200 Euro. Kann man machen, ja. Weiß ich nicht. Muss man nicht machen. Aber kann man machen. Ja, ist ja gut. Dann RDS ist sicherlich die zweitbeste Wahl. Das Hintertürchen ist vorhanden, aber es ist sehr, 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 sehr klein. Und es ist halt eine unabhängige Zertifizierung. Ja? Nicht die Firma, die es dir verkauft, sagt vorher sich selbst, sie kontrolliert von sich selbst und sagt sich selbst, du hast alles gut gemacht, jetzt kannst du es verkaufen. Das ist schon nicht so sicher, ne? Schon so ein bisschen täuschungsanfällig. Also firmeneigenes System ist besser als nichts, aber ja. So, und dann gibt es halt noch die Firmen, die weder irgendeinen besonderen Daunenstandard vorweisen können, die kein besonderes Programm vorweisen können, die zwar angeblich sich an geltendes Recht halten, aber auch nicht damit Werbung machen, dass bei ihnen die Daune aus besonders artgerechter Tierhaltung stammt. Und da sind wir jetzt bei einer ganz speziellen Firma, bei der derzeit super gerne irgendwelche Daunenprodukte gekauft werden, die im Netz rauf und runter empfohlen wird und von der man wirklich oft irgendwelche Produkte irgendwo sehen kann. Und die nennt sich Cumulus. Hat man vielleicht schon mal gehört. So, und an dieser Stelle jetzt die zensierte Version. Da war ich in der alten Variante, das ist ja jetzt ein Re-Upload, doch vielleicht ein bisschen sehr, 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 sehr harsch. Folgendes. Ich habe keinerlei Beweise oder wirklich krasse Indizien, die jetzt irgendwie dazu führen, dass ich davon aus, ja, dass man irgendwas beweisen könnte, dass bei Cumulus irgendwas gegen geltendes Recht verstößt. Ja, das in keinster Weise. Das will ich im Grunde, will ich auch nicht unterstellen. Nein, will ich nicht. Aber mich persönlich, ja, mich stimmt ein wenig nachdenklich, dass ausgerechnet der günstigste Hersteller für Daunenklamotten, in guter Qualität wohlgemerkt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwelche, die das Zeug noch in mieser Qualität noch billiger anbieten. Das mag sein, aber das Zeug von Cumulus hat ja eine gute Qualität und gleichzeitig ist Cumulus aber einer wirklich der aller, wahrscheinlich sogar wirklich der günstigste Hersteller nach meiner Marktanalyse für Daunenausrüstung aller Art, die noch vernünftige Qualität eben entsprechend aufweist. So, und es geht sogar so weit, dass ein Cumulus-Schlafsack mit sehr vergleichbaren Werten, und zwar der Lightline 400, der nämlich wiegt 710 Gramm angeblich und also nach Angaben, die ich hier im Internet finden kann, und eine Grenztemperatur von minus 4 Grad aufweist, was ich ebenfalls so im Internet finden kann, der kostet so um die 264,95 €, ist zum Beispiel hier ein Angebot, das ich entdecke von einem deutschen Online-Store.
So, vergleichbar ist rein von den Werten her der Terralight von Western Mountaineering. Der wiegt in der kleinsten Ausführung 765 Gramm, ist also nochmal ein paar Gramm schwerer, hat auch eine Temperaturangabe von minus 4, also sehr vergleichbar, Komfortlimit, sowas um den Dreh, wobei Western Mountaineering gar nicht nach EN-Norm testet und diese Angaben daher nicht so 100% vergleichbar sind, aber doch so einigermaßen. So, und der Unterschied besteht jetzt darin, dass der Terralight bei, wie gesagt, sehr vergleichbaren Werten sowas um die 550 Euro kostet und damit so ziemlich genau das Doppelte von eben diesem Cumulus-Schlafsack. Und jetzt frage ich mich schon, wo da diese enorme Preisdifferenz herkommt. Und eine durchaus sehr, sehr deutliche Preisdifferenz gibt es auch zu jedem anderen Hersteller, zum Beispiel Thermarest von Daunenausrüstung. Die fällt einfach auf, diese Preisdifferenz. Ja, bei ordentlicher Qualität, und alle Welt sagt, die Qualität wäre ordentlich und ich will auch wirklich überhaupt nichts anderes unterstellen, muss doch irgendwo diese Preisdifferenz gerechtfertigt sein. Jetzt soll Cumulus nur sehr wenig Mitarbeiter haben. Okay, das spart sicherlich relativ viel Geld. Aber ist auch nicht alles, weil gerade wenn man wenig Mitarbeiter hat, dann hat man auch nicht so sehr die Möglichkeit, das noch sonst wo auszusourcen, dann hat man nicht so sehr spezialisierte Produktionsabläufe und das muss nicht zwingend sein, dass es deswegen unbedingt billiger ist. Es kann sein, muss es aber nicht. Ja, und diese wirklich enorme Preisdifferenz, Punkt 1, den ich verdächtig finde. Ja, Punkt 2, den ich verdächtig finde, Cumulus ist gleichzeitig in der ganzen Liste bekannter Hersteller von Outdoor-Daunenprodukten der einzige Hersteller, der mit Abstand wirklich einzige Hersteller, den ich finden konnte, sonst korrigiert mich und beweist, belegt mich eines Besseren oder wie auch immer, der keinerlei Angaben zur Herkunft und zu den Haltungsbedingungen der Gänse macht, von der die Daune stammen, die sie verwenden. Die einzige Angabe, die ich mal abgesehen davon, dass ihre Daune toll ist, bei ihnen auf der Website finden konnte, ist, es handelt sich um paunische Gänsedaune, eine der besten der Welt. Das stimmt auch so, polnische Gänsedaune ist hervorragend, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber ob die jetzt eben vom lebenden Tier stammt und zu welchen Bedingungen die nun gewonnen wird, dazu verlieren sie einfach keinen Kommentar. So, und alles Weitere sind Gerüchte, aber diese beiden Sachen stimmen mich extrem nachdenklich und ich werde da bestimmt nichts kaufen, weil mir das zu unsicher ist. Und ich möchte wirklich gerne, und dafür zahle ich dann auch gerne meinetwegen 100 Euro mehr, ein Daunenprodukt irgendwo kaufen, wo ich mir sicher bin, dass ich alles Menschenmögliche getan habe, um sicherzustellen, dass ich da ein Daunenprodukt kaufe, bei dem die ganz gut behandelt wurde, von der meine Daune stammt, also so gut wie es halt eben nun mal geht für eine Schlachtgans letztendlich, von der die Daune stammt, in der ich übernachten möchte. Ah, so. Und das ist jetzt die entschärfte Variante und da kann sich jetzt jeder sein eigenes Ding zu denken. Und ja, das ist einfach nur, was ich beim Recherchieren festgestellt habe, ohne da jetzt in irgendeiner Form mehr aussagen zu wollen, als ich gerade getan habe. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche viel Spaß bei was auch immer. Macht's gut, Dankeschön, tschüss.